Es ist wirklich so. Was machen wir denn jetzt? Ich tappe wirklich gerade ein wenig im Dunkeln. Ach, da geht's zum Rohrwald. Ist ja kein Wunder, dass ich den Weg nicht zurückfinde. Da ist die Oma. Da ging's zum Nachtlager und da zur Laterne. Da gab's aber sonst nichts mehr, ne? Ne. Da gab's soweit sonst nichts mehr. Aua! Ich steck das jetzt einfach mal nochmal da oben rein. Kein Strom, aber die Gabel passt schon mal perfekt in die Dose. Leider bleibt sie nicht stecken, sonst könnte ich so die Sicherung rausspringen lassen. Okay, also, muss man nochmal hoch, da nochmal den Schalter umlegen. Komm, benutze ihn. Benutzen. Und jetzt dann halt da oben das Ding reinstecken anscheinend. Aua! Aber, hä? Was soll denn das? Warum ist die Sicherung nicht rausgeflogen? Nur der Strom ist ausgegangen. Die scheint irgendwie festgerostet zu sein. Wenn ich doch nur gleichzeitig oben den Hebel runterdrücken könnte, dann würde sie bestimmt eher nachgeben. Hey, Rotzis, ihr könnt euch mal nützlich machen. Und wie? Ihr könntet diese leitfähige Antenne hier in die Steckdose da stecken. Aber man darf doch nicht in Steckdosen rumstochern. Ach, Papalapap, das hast du falsch verstanden. Ich habe das schon 1000 Mal gemacht. Super, Vater. Und hat es mir etwa geschadet? Also hopp, hopp. Und nun? Gut festhalten, warten. Gleich geht's los. Aua. Hm? Sagtet ihr was? Pingi Panik. Onkel Rufus, ist nichts passiert. Okay. Jetzt klauen wir die Sicherung. Aber warum? Von wegen Sicherung. Vor mir ist nichts und niemand sicher. Aber was machen wir jetzt mit der Sicherung? Der Empfang hier unten ist ja wirklich unter aller Hirschkuh. Ich kann nicht mal erkennen, auf welches Tor Hirschkuh, die Weißen was? Spielen. Okay, also ich schätze mal, wir gehen erstmal wieder zurück. Die armen kleinen Kinder. So, wir haben ja jetzt eine Sicherung. Nur was machen wir jetzt mit dem Ding? Na los, ihr kennt das Spiel. Husch! Das wird ihr jämmerliches Siechtum am Rande des Sozialen ab. Ich kann meine Sachen immer noch trocknen. Dann gebe ich es mal dem da. Da fliegen ja schon die Geier, das ist mir gerade noch gar nicht aufgefallen. Was könnten wir denn... Hey, hey, hey! Oh, wisst ihr, was wir mal tun können? Speichern. Ja. So, das mache ich mal schnell. Oh. Firefox konnte das Update nicht installieren. Toll, Firefox. So. Ich würde das gerne da oben irgendwie festbinden. Irgendwie bezweifle ich, dass er sich damit ködern lässt. Die Idee kann ich getrost abhaken.
Bei den Bosos zu Hause wäre das voll der Brüller gewesen. Das Aushilfeschild kann ich nun zeigen. Oder wir zeigen es vielleicht dem anderen Team. Ich könnte euch helfen, einen Job zu finden. Oh, nicht ja, nötig. Funktioniert. In der gesamten Kanalisation gibt es nur 5 Slotti. Da reichen meine gelegentlichen Auftritte im Pub vollkommen aus. Wie jetzt? Du hast eine Solo-Karriere gestartet? Wir hatten doch noch Ziele mit der Band. Okay, dem vielleicht nicht, aber vielleicht mit dem. Solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur ein... Ja, das sag ich ja schon. Irisch. Irisch. Ich könnte locker so weit werfen. Aber solange dort niemand ist... Oh, Dog, stop being cute! Ich mag vielleicht keine 5 Slotty haben. Dafür habe ich aber das hier. Gib dir keine Mühe, Junge. Die Show kostet 5 Slotty. Verdammt! Das lasse ich lieber im Mantel. Möchte ja nicht wie ein Hausierer wirken. Da ist so eine auffällige Schnur. Ja, ich schätze auch, dass ich die Schlinge brauche, also den Strick. Irgendwie was. Das zeigt man muss, sonst wirkt es nicht. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich da rankomme. Und ich habe keine Ahnung, wie ich an die Antidepressiva rankomme. Vielleicht kann ich ihn irgendwie so deprimieren, dass er sich selbst erhängt? Was? Ah, wie ich sehe, sind Sie ein junger Familienvater. Unsere Kinderabteilung befindet sich zwar noch im Aufbau, aber wir haben trotzdem schon jetzt eine große Auswahl für Frühaussteiger auf Lager. Ich empfehle die My First Rope. Kollektion. Da wird der Strick aus garantiert hautschonender Schafwolle geknüpft. Ich bitte Sie. Sehe ich etwa aus wie ein Pfandleiher? Es ist noch zu früh für Schwarzmalerei. Ich bitte Sie. Sehe ich etwa aus... Was mache ich jetzt mit dem geschwärzten Papier? Bring die Hexe um? Was? Was ist das Papier in Druckerschwärze? Ich schick das auch mal darüber. Wir können ja zum Glück alles wieder... Wer braucht schon eine billige Kopie, wenn er das Original haben kann? Jeder weiß doch, dass bei einer Kopie wichtige Flöten gehen können. Okay. Das ist ja dem... Ich soll mit dem Papier das niedliche Pelztierchen streicheln? Klopf, klopf. Ich wollte noch... Nein, hey! Was soll denn... Wenn ihr das sagt... Aber ruhig, dann bin ich doch auch gleich wieder weg. Oh, was... Was tun Sie denn da? Na, nun mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören! Sofort! Machen Sie, dass Sie hier rauskommen! Kein Grund, gleich so rumzuheulen. Du warst sowieso gerade fertig. Und? Haben die... Und ab! Ach ja? Penis! Was soll das bitte darstellen? Ein kuscheliges Wollschnabeltier. Ach ja? Meines Wissens gibt es Wollschnabeltiere nur in Australien und Schottland. Ah, na ja, vielleicht war es auch was anderes. Ein entzückendes Miezekätzchen. Ach ja? Ja. Hier ist der Kopf und da ist hinten. Und was die ist Idee das fällt da? Mir zwecks Abdruck, ja. Am Hinterteil? Ah, ja, vielleicht war es auch was anderes. Schnurrhaare am Hinterteil. Ein niedlicher Welpe. Ach ja? Was für eine Rasse. Alter. Haben die nicht eine viel
kürzere Schnauze? Ah, naja, vielleicht war es auch was anderes. Ein kunterbunter Schmetterling. Das soll ein Schmetterling sein? Na klar, guck doch mal genau hin. Hier sind die Flügel, hier die, naja, die sind da. Ein Schmetterling. Es ist immer noch ein Schwein mit einem Penis. Ich bleibe dabei. Ein Schmetterling. Na los, ihr kennt das Spiel. Husch! Sie macht das Games-Konflikt genauso. Ja, mit ihrem eigenen Penis. Ich habe das mal dem jetzt gegeben. Und das gebe ich jetzt ihm, oder? Das ist richtig, oder? Das ist richtig. Was erkennen Sie auf diesem Bild? Einen Patienten, der versucht, den Spieß umzudrehen. Falsch. Ich glaube, Sie haben den Sinn dieses Tests nicht ganz verstanden. Verrückt, 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 verrückt. Verrückt. Ach, herrje. Ich bleibe dabei. Ein Schmetterling. Die Frage ist, wenn wir jetzt den Test nochmal machen. Ich bräuchte noch eine. Macht das Sinn? Schon. Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach. Na gut. Wollen wir nach. Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut. Warum wird das mit ihr mit dafür entworfen? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Elise. Ja, zumindest so ähnlich. Kommen wir also. Was erkennen Sie hierauf? Ein Wund. Sie sehen hier. Nein, wir wissen es ja weiter. Jetzt. Was? Das bin okay. Ich. Und sie. Wieso? Ja. So, wenn Sie lieber. Aber ich hab doch. In dem Fall das für Leute. Jetzt. Sie sollten es vielleicht mit Exorz. Und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Julian, ist der Blitz anscheinend gerade. Ich möchte es dem Strickhändler zeigen. Ich will wissen, ob er auch einen Penis daran sieht. Ich bitte Sie. Sehe ich etwa aus wie ein Pfandleiher? Ich kenne da einen fabelhaften Therapeuten. Uns geht es gut, Rufus. Wenn ihr euch euer Leid nicht eingesteht, dann kann man euch nicht helfen. Ich könnte locker so weit werfen. Aber solange dort niemand ist, der auch so gut fangen kann, wie ich, wäre das ne? ziemlich witzlos. Verdammt. Naja, okay, gut. Dann zeigen wir das jetzt halt mal Goon. Ich wollte ja das mit dem Babyfon noch ausprobieren, ne? Geht das vielleicht? Das sieht doch aus wie das Spaß. Hey, Boso, da du ja nicht zu deiner Therapie willst, dachte ich mir, ich kann dich ja therapieren. Mann, Rufus! Ach komm schon, das wird lustig. Und so ein paar Pappen auf hochhalten, jeden Fall. Das kriege ich auch noch hin. Also, was erkennst du auf diesem Bild hier? Lass mich doch bitte, bitte. Ah! Das ist ja furchtbar. Warum zeigst du mir das? Das ist doch eindeutig ein wunderhübscher Schmetterling. Mann, du bist ja wirklich total gestört. Keine Sorge. Ich passe auf deinen kleinen Bruder auf. Nein!
Keine Panik. Ich kann gut mit Kindern. Ich werde ihm ein paar Tricks beibringen. Er kann mir zum Beispiel bei meinem Sägetrick assistieren. Ach, das hatten wir ja schon. Was ist das? Was sagt denn die Mutter dazu, zu diesem Abdruck? Erkennst du etwas auf diesem Bild? Ich weiß nicht. Es erinnert mich irgendwie an Bosos alten Babysitter. Aber ich weiß nicht genau, warum. Okay. Was hast du da? Ein Bild von einem Schmetterling? Exakt. Warum erkennt das sonst niemand? Haben die anderen alle einen Knick in der Optik? Ha! Diese Frage stelle ich mir schon seit Jahren. Eigentlich, seitdem man mir diese Stahlplatte ins Gehirn eingesetzt hat. Du hattest dabei Hilfe? Alter. Damit bin ich hier an der falschen Adresse. Was die blinde Oma wohl sagt? Diese Gruftis bekommen gar nichts von mir. Laut Generationenvertrag schulden sie mir noch eine abgeschlossene Ausbildung, Querflötenunterricht und einen sauberen Planeten. Ich nehme stattdessen aber auch gerne den Sportwagen. Ach ja. Schade, Oma darf nichts dazu sagen. Ich bin nicht interessiert an irgendwelchem Schnickschnack. Eine Teigtasche kostet 1 Slotty 25. Aber solange ich kann... Ich wollte noch einen blöden Kommentar. So. Ich habe das richtige Motiv für eure Einheit gefunden. Hier. Hey. Ein Penis! Das ist gar nicht schlecht. Das sieht irgendwie heftig aus. Das kann man wohl sagen. Ein heftiger Schmetterling, ihr Weichkuchen. Was auch immer es ist, du hast das passende Motiv für unser Squad-Emblem gefunden. Es kann also losgehen. Sicher, dass du zusehen willst? So eine Tätowierung ist nichts für sanfte Gemüter. Sanfte Gemüter? Ich glaub ja wohl, es hackt. Wie du willst. Sanfte Gemüter. Ich glaub's ja nicht. Ich habe mir schon mit heißen Nadeln in Körperteile gestochen von denen. Kein Geräusch, da fehlt das Standard-Tattoo-Geräusch, dieses Bzzz. Fehlt da so ein bisschen. Schau an. Es war so langweilig, dass ich glatt eingeschlafen bin. Ja, eingeschlafen. Klar. So. Das Handy jetzt mal ausgemacht, weil es die ganze Zeit vibriert. So, da hat das bei mir aber nicht gestochen. Nee, so wurde ich auch noch nicht tätowiert von Kira. So. Ah, jetzt können wir da rein. Wer hat nur diesen Schlafen kannst du, wenn du tot bist, Quatsch verbreitet? Also ich fand den Tod jetzt nicht besonders erholsam. Ja. Kann ich mir die Klappliege hier nehmen? Klar. Ich meine, klar. Klar. Brauchst du die Anleitung? Niemals. Ein Marine braucht keine Anleitungen. Dann eben nicht. Ich mag Lottie. Auch wenn es jetzt andersrum ist. Hey, kein Zutritt für Zivilisten. Ich bin kein Zivilist. Ich gehöre zum Widerstand. Weswegen du mich nebenbei gesagt auch zum Tor begleiten wolltest. Tja, Pech gehabt. Ich habe neue Befehle. Ich soll den Funk überwachen und eventuelle Nachrichten von der Front einholen. Nun, ich habe hier eine Nachricht von vorderster Front. Ich muss ins Rebellenlager und zwar pronto. Dann sprich Fronto. Mit dem Major. Sie legt hier die Prioritäten fest. Ach, worauf du Major! Ein... Moment mal. Das ist doch kein Major. Das ist nur Toni. Du kennst Major T? Das ist meine Ex-Freundin. Ich sehe, sie hat sich nicht nur beruflich verbessert. Ah, Mr. T! Ah, Mr. T, das ist mein Night Elf Mohawk. Im Motiv nach muss das hier Lottis Brotdose sein. Sie war schon immer ein Cowboy-Dodo-Fan. Aber sie darf nicht mehr zu den Konzerten, seit sie einmal ihren BH auf die Bühne geworfen hat. Der arme Schlagzeuger. Ja, Huso, da ist Toni. Also sie sieht sehr entspannt aus, muss man sagen.
auch ein Poster. Na, dann wollen wir doch mal nachsehen, was Lotti da Schönes in ihrer Brotdose hat. Oh oh. Was ist denn das? Lotti hat ihre Hormone nicht genommen. Vielleicht hatte der Wahrsager doch recht. Lotti hat ihre Hormone nicht genommen. Vielleicht hatte der Wahrsager doch recht. Ich befürchte, dass wir sie Boso geben werden. Überraschung. Rufus, schön dich zu sehen. Ja, ja. Und deine Mutter riecht nach... Warte mal. Was ist es, mich zu sehen? Schön? Ja. Ich hatte schon Angst, dir sei etwas zugestoßen. Gift die Frau? Was ist anders? Hast du eine neue Frisur? Fast. Einen neuen Therapeuten. Ach ja. Irgendwas ist anders mit dir. Aber ja, es fehlt der Schaum vorm Mund. Das verstört mich. Toni. Ah, Rufus, setz dich doch. Das ist sehr seltsam. Ich muss mit diesem neuen General sprechen. Kannst du mich durchs Tor bringen? Ich könnte, aber ich werde nicht. Ich muss erst meine Meditationsübung abschließen. Bitte was? Heißt das, du willst hier einfach nur rumsitzen? Möglicherweise leitet der Organon gerade jetzt die Sprengung des Planeten ein. Solange das letzte Hochboot noch am Aufstiegszoll vor Anker liegt? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Sagst du das auch noch, wenn sich die ganze Umgebung hier plötzlich in ein flammendes Fiasko verwandelt? Oh, das war aber unwahrscheinlich. Du meinst wie du damals, bei deinem Versuch, Blei in Blechblasinstrumente zu verwandeln? Das war erstens was anderes und zweitens hätte es funktioniert, wenn ich das hohe Fis getroffen hätte. Ach, Rufus, entspann dich einfach. Wir haben hier alles im Griff. Der General hat einen Plan. Ich glaube, der General könnte, also jetzt, wo sie da ist und Major ist, könnte der General auch sein Vater sein. Also der Vater, was auch immer er war. Mag sie schon jetzt nicht, mach sie wieder normal. Ja, sie war lustiger, als sie nicht entspannt war. Komm schon, Toni, ich will doch nur ins Lager. Und ich sage, du hältst dich besser da raus. Wir haben hier alles im Griff. Der General hat also einen Plan. Was soll denn das für ein Plan sein, so ganz ohne mich? Das ist geheim. Aber ich bin der Anführer. Du warst der Anführer. Wir haben jetzt einen neuen General. Neuer General, neuer Schmeneral. Ihr habt ja nicht einmal mehr einen Krieg. Ich meine, wo ist die ganze Action? Die Explosionen, die Verstümmelten, die brennenden Häuschen. Wie gesagt, wir haben jetzt einen neuen General. Einen neuen General. Was hat es mit diesem Geheim? Das ist geheim. Ich habe damals auch nicht erwartet, dass du den ganzen Liter Farbverdünner schluckst. Wo doch jeder weiß, dass das Zeug direkt das Gehirn angreift. Ja, das war cool. Ja. Beim Widerstand scheint sich ja einiges geändert zu haben. Danke. Das war kein Kompliment. Hier ist alles so... organisiert. Langweilig. Pupsig, dröge. Nun, das liegt wohl daran, dass wir den Organon aus Porta Fisco vertrieben haben. Wir haben neues Equipment, neue Befehlsstrukturen. Wie bitte? Ich verstehe dich so schlecht. Vor allem hat ein mechanischer Bart rauscht. Mehr als vorher. Du hast jetzt also einen neuen Therapeuten. Ja, und er ist wirklich gut. Ich habe zum Beispiel nicht mehr diesen wiederkehrenden Albtraum, in dem mich das Gnu verfolgt, während sich um mich herum die Wände auflösen, bis schließlich das ganze Haus über mir zusammenstürzt. Ja, das war ein denkwürdiger Tag. Und du musst zugeben, dass die Pforte danach tatsächlich nie wieder gequietscht hat. Okay. Wie kannst du nur so ruhig da sitzen? Die Welt geht unter. Heißt das, du hast keinen deiner berühmten Pläne mehr auf Lager? Natürlich habe ich einen Plan. Aber dafür brauche ich... naja. Hilfe? Ein Mindestmaß an Unterstützung. Immerhin bin ich es, der euch hier die breitgesessenen Hinterteile rettet. Nun, vielen Dank dafür. Aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Oder leicht entflammbar ist. Oder gelb. Ach, weißt du was? Fass am besten gar nichts an. Okay. Komm schon. Du tötest den Organon und so. Ich weiß, du meinst es gut, aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Okay. Ich weiß schon, wie ich die alte Toni aus der Reserve locken kann. Gib dir keine Mühe. Du solltest mich wirklich...
wirklich besser kennen. Ich habe mir noch nie Mühe gegeben. Oh, bitte. Ach komm, wir hauen sie alle raus. Weißt du noch, wie ich die Urne deiner Großmutter als Puddingtopf verwendet habe? Ich bin mir sicher, du hattest deine Gründe. Ja, aber die Sache ist die, das war gar kein Pudding. Das ist doch mal endlich eine plausible Antwort auf die Frage, woher dieser Geruch kam. Danke für diese Offenbarung. Okay, wie kriegen Weißt wir du noch, wie ich Mr. Wuffel das Fliegen beibringen wollte? Ja, das weiß ich noch. Und ich entschuldige mich, falls ich damals unangemessen reagiert habe. Ich hatte weder meine Fäuste noch den Schlagring unter Kontrolle. Aber das Beste weißt du ja noch gar nicht. Eine Woche später hat es doch noch geklappt. Und die Geschichte, dass Mr. Wuffel von einem abstürzenden Wetterballon getroffen wurde, stimmt auch nur zur Hälfte. Was? So eine Erleichterung. Dann war meine Reaktion ja doch vollkommen angemessen. Okay. Weißt du noch, wie ich deine Mutter heimlich auf dem Klo fotografiert habe? Ja, aber ich habe nie verstanden, warum. Weil ich dir nie erzählt habe, dass ich die Fotos dem alten Schmierlappenbob verkauft habe. Ich musste natürlich noch einen Schlüpfer drauflegen, um mir das dicke Album leisten zu können. Du bist so ein... Hallo, Dre. Immer wieder für eine Überraschung gut. Aha, lustig. Ich bin von den Toten wieder auferstanden. Glückwunsch, erschreckt dich das denn gar nicht? Ach, Rufus, du hast dich so oft selbst in die Luft gesprengt. Angezündet, zersägt, von Büffelstampeden zertrampeln lassen. Da musst du schon mit einem neuen Trick aufwarten, um mich zu verblüffen. Okay, wir brauchen einen neuen Trick. Mich gibt es jetzt dreimal. Okay, das ist wirklich besorgniserregend, wenn es nicht so vollkommen absurd wäre. Aber es stimmt. Ich habe mich geklont. Und ich glaube, wir hätten das gemerkt. Am Ascheregen oder ähnlichem. Ach, ich geb's auf. Ist vielleicht wirklich? Nicht immer so erinnere einfach mich daran, dass ich meinem Therapeuten einen Obstkorb schicke. Verdammt, ich will sie aufregen. Ich glaube immer noch, dass die alte Toni irgendwo da drin ist. Und ich weiß auch schon, wie ich sie da wieder rausbekomme. Gib dir keine Mühe. Das ist noch nicht vorbei. Was Wir schaffen ist das noch nicht vorbei? Na gut, es ist vorbei. Aber ich komme wieder. Keine Eile. Okay. Öl ins Feuer gießen gehört ja eigentlich zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Kauta, gib mir auch ohne. Da könnte ich mich ja genauso gut zurück auf das Fließband legen. Was sagt sie denn Was dazu? Was ihr Therapeut kann, kann ich schon lange. Immerhin habe ich die ganze Vorarbeit geleistet. Hm. Ihr Therapeut hat offenbar den Sicherungskasten gefunden und einen Stromumkehrer eingebaut. Ach, Rufus, was tust du denn da? Ich bringe dich zur Weißglut. Mach ich doch, ne? Indem du am Funkgerät rumspielst. Aber nicht doch. Bedien dich ruhig. Wirklich? Na klar. Los geht's. Ich weiß nicht. Wenn man darf, macht's keinen Spaß. Oh. Bedien dich ruhig. Wirklich? Na klar. Ich weiß nicht. Wenn man darf, macht's keinen Spaß. Menu, ja, ich schätze mal auch, dass spätestens, wenn alle drei da sind. Aber ich wollte jetzt, dass sie den... Es kommt gar nicht in Frage. Sie ist auch so schon viel zu relaxed. Hm.